Es ist der außerordentliche, fantastische, legendäre Nürburgring. Hallo an alle und willkommen zum Halbzeit-Highlight in der Eifel. Willkommen zur Goodyear FIA European Truck Racing Championship. An diesem Wochenende ist Racing angesagt und der Titelverteidiger Norbert Kisch kann sich wieder mit dem Lokalmatadoren Sascha Lenz und mit Steffi Halm messen. Wir haben mit beiden gesprochen. Ich hoffe, dass wir ein bisschen schneller sind als in Poznan beim letzten Rennwochenende und wir ein bisschen Speed gefunden haben. Auf dem Podium zu sein, das ist das Ziel für dieses Rennwochenende. Ja, weißt du, wenn ich sage, wir sind zweimal auf dem Podium und irgendwas geht mit dem Truck schief, ja, beim letzten Mal, dann haben wir einfach kein Glück gehabt. Dieses Jahr haben wir nicht so den Druck. Also ich habe nicht so viel Druck in mir. Ich fahre so den gleichen Stil wie in Polen oder in der Slowakei und dann werden wir sehen, was am Ende rauskommt. Wir sind in der Meisterschaft bei der Halbzeit angekommen und das hier ist das Highlight am Nürburgring beim ADAC Truck Grand Prix. Wir sind so aufgeregt. Und die erste Super Pole ging dann auch wie bereits bei allen Super Poles in der Saison an Norbert Kisch. Die Wettervorhersage sagt heute keinen Regen, aber vielleicht morgen. Du bist in der Regenanalyse der Experte und du kämpfst wieder gegen die Lokalmatadoren bis zur Grasnarbe neben der Strecke. Wie managst du das für dich in deinem Kopf? Ja, das ist ganz ehrlich gesagt sehr schwierig. Wir haben hier nicht getestet. Ich bin halt immer nur hier und fahre hier an den Rennwochenenden, wenn wir da sind. In der Vergangenheit, in den letzten 8 Jahren. Aber wir haben schon eine Menge Erfahrungen gesammelt. Und dann war es soweit. Neugierige Blicke in der Startaufstellung, man konnte sich mal ganz nah an die Trucks und die Fahrer machen. Und dann ging es in die Einführungsrunde mit dem Iveco S-Way, der das Fahrerfeld wieder auf die Strecke bringt. Nach der Einführungsrunde ging es dann los. Der Start ist erfolgt in der ersten Reihe. Norbert Kisch, der amtierende Europameister, und Sascha Lenz. Aber von hinten, da drückt schon Jochen Hahn im Iveco und vor allen Dingen auch Jamie Anderson im MAN. In der AMG Arena ist es dann Norbert Kisch, der eine etwas bessere, eine innere Linie fährt und sich ein ganz klein wenig absetzen kann. Norbert Kisch mit einem kleinen Fehler hatte eine Blockierung der Vorderräder und eine ganz andere Art der Blockierung hatte Sascha Lenz, der wurde nämlich von Jamie Anderson rausgedrückt, kann seinen MAN akrobatisch retten, verliert aber einiges an Positionen. Vorne Kisch, Hahn und dann Jamie Anderson. Im Hinterfeld kämpfen Mark Taylor und José Eduardo Rodríguez gegeneinander. Vorne zieht allerdings dann Norbert Kisch seine Bahn. Der Einzige, der ihm einigermaßen folgen kann, ist Jochen Hahn. Auf der dritten Position Antonio Albacete, der hat sich ganz still und leise nach vorne gearbeitet. Im Hinterfeld Kämpfe um die Positionen. Es geht ja auch um den Sieg in der sogenannten Promotor Cup Wertung. Und Sascha Lenz ist dabei, wieder Boden gut zu machen. Nächster Gegner André Kosim im Don't Touch Racing Iveco. Er versucht sich zu zeigen, kann aber in der Anfahrt auf die Vidol-Schikane nicht überholen. Dann haben wir Mark Taylor mit einem Ausflug. Er ist in den Kies gekommen und dann ist das Rennen so gut wie zu Ende, weil alle anderen schon wieder meilenweit entfernt sind. Der Newcomer trotzdem erfindet sich immer besser in die Truck-Europameisterschaft ein. Es ist seine erste Saison und abstellen musste dann auch José Eduardo Rodríguez seinen MAN defekt aus im ersten Rennen.
Steffi Halm und Lukas Hahn, oder umgedreht, Lukas Hahn und Steffi Halm, die kämpften auch einen harten Kampf im Verlauf der 12 Runden. Lukas Hahn mit seinem zweiten Auftritt in diesem Jahr und die Markenkollegin kann sich durchsetzen gegen Lukas Hahn, kann eine Position gut machen, währenddessen Lukas Hahn dann wieder versucht, hier in der AMG Arena Steffi Hahn unter Druck zu setzen. Vorne Norbert Kich, ungefährdet, ohne Druck kann er seine Fahrt fortsetzen. Vidol-Schikane, die Formel-1-Variante, die enge Ecke, da muss man aufpassen, darf nicht zu hart über die Curbs fahren, dann werden die Trucks leicht. Jochen Hahn auf der zweiten Position und dann haben wir Antonio Albacete auf Position 3. Auch Steffen Faas hat Druck, Druck von Erwin Kleinen-Nagelfort, der als Race-by-Race-Driver hier unterwegs ist auf dem Nürburgring der Niederländer und der versucht hier auch Position um Position gut zu machen. Aber er kommt nicht so recht am Tankpool 24 Scania vorbei. Jetzt nochmal ein Versuch, Steffen Faas merkt das und kontert und noch ein Versuch von Sascha Lenz gegen Jamie Anderson. Sascha Lenz sicherlich mit der nötigen Wut ausgestattet, er kommt vorbei an Jamie Anderson. Sascha Lenz hat zwei unwahrscheinliche letzte Runden gefahren, hat sich Position um Position nach vorne gearbeitet. Letztendlich war es Platz 4. Der Sieg geht an Norbert Kich vor Jochen Hahn und auf der dritten Position der Spanier Antonio Albacete. Und dann ist er wieder da, vor dem Gewinnerschild der ETAC Norbert Kich. Du hast das erste Rennen hier am Nürburgring gewonnen. Wie glücklich bist du? Ja, sehr. Es war eng, es war sehr, sehr eng am Anfang. Am Start haben wir das Gleiche machen können wie auch Sascha in der ersten Kurve. Ich hatte einen kleinen Fehler gemacht, die Vorderreifen haben blockiert. Und dann wollte ich vorsichtig sein, weil die Strecke doch ein bisschen rutschig zu sein schien. Das Ergebnis von Rennen 1 im Überblick. Norbert Kich vor Jochen Hahn und Antonio Albacete. Das ist das Podium. Ein furioser Sascha Lenz auf der vierten Position vor Jamie Anderson. Die weiteren Ergebnisse können Sie sich anschauen. Wir sind hier im Herzen des Nürburgrings, wir sind in der Race Control. Alle wichtigen Menschen sitzen hier. Sie sehen zum Beispiel den Geschäftsführer der ETRA, Rolf Werner, und natürlich alle Hauptverantwortlichen der Rettungsdienste. Sie sind auch mit den Stewards verbunden, wenn Strafen ausgesprochen werden. Sie sehen alle Monitore hier, das ist sehr, sehr interessant. Und sie checken alles, Trümmer auf der Strecke zum Beispiel oder wenn ein Rennen gestoppt werden muss wegen eines Vorfalls. Sie haben viel zu tun und wir stören nicht und gehen wieder raus. Auf dem Nürburgring wurde auch der neue E1, der erste Elektrotruck, vorgestellt. Vom Team Hahn Racing, Iveco und Bosch entwickelt. Und Jochen Hahn hat dann auch Stellung bezogen. Alle unsere Partner, die wir im jetzigen Motorsport haben, was im Moment unser Leben ist, gehen mit uns in die Zukunft und das macht mich sehr stolz. Ich habe Diesel im Blut, nicht eine Batterie. Aber wir haben 5 Minuten überlegt und haben gesagt, nein, wir müssen vorangehen, wir müssen lernen, was wir brauchen, das Wissen, was wir brauchen. Wir machen das, warum? Weil wir Teil der Zukunft sind, Iveco und die Partner. Das ist der Sinn, nach vorne zu schauen.
Und dann war er da, der Regen. Die Scheibenwischer sind eingeschaltet. André Kosim und Lukas Hahn in der ersten, Steffi Halm und Jamie Anderson in der zweiten Reihe in diesem Rennen 2 im Reverse Grid. Es wurde in die Einführungsrunde gestartet und man hatte sich vorher darauf verständigt, dass man auch die erste Runde noch hintereinander, ohne zu überholen, fuhr. Denn die zweite Runde wurde unter gelber Flagge durchgeführt. Und das ist einfach den Sicherheitsaspekten geschuldet, dann kann man sich nochmal an die Bedingungen gewöhnen. Dann ging es aber mit eingeschalteten Leuchten an den Racetracks los. Es wurde grün geschwenkt und André Kosim gab das Tempo vor, setzte sich ab, hatte einen guten Start und Steffi Halm direkt in Angriffshaltung gegenüber Lukas Hahn, der Schwierigkeiten bekommen hat. Steffi Halm ist vorbei, Sascha Lenz setzt sich an die dritte Position und der Kampf zwischen Antonio Albacete und Jamie Anderson, das kennen wir doch aus Polen. Und wer ist bereits dahinter? Norbert Kich, der Rain Man, wie man ihn auch nennt, in der Truck-Europameisterschaft. Sein MAN liegt im Regen, so wie man es kaum glauben kann. Sascha Lenz, dessen MAN, dessen Apollo Tires MAN, der liegt auch. Und Lukas Hahn hält jetzt erstmal Norbert Kich und Antonio Albacete in diesen widrigen Witterungsbedingungen etwas auf. Lukas Hahn, der hat kein Problem damit, wenn der amtierende Europameister hinter ihm ist. Das kennt er, aber trotzdem, auch er kann dann irgendwann nur noch schwer widerstehen. Vorne geht die Post ab. Sascha Lenz überholt außen in der AMG Arena Steffi Halm. Und ja, Norbert Kich, der überholt Lukas Hahn in der Anfahrt auf die Goodyear-Spange. Wieder einen Platz gut gemacht. Trotzdem, Lukas Hahn bei seinem zweiten Auftritt wieder in glänzender Verfassung hier oben am Nürburgring. Schritt für Schritt geht's nach vorne für den amtierenden Europameister. Alle Fahrer im Feld und auch Steffi Halm bestätigen, er ist im Regen wie von einem anderen Planeten. Aber vorne ist es ein Sascha Lenz, der sich jetzt über André Kosim hermacht und der sich dann in die führende Position setzen kann. An welchem Limit Sascha Lenz unterwegs war, sieht man bei diesen Bedingungen. Das Heck ganz leicht raus. Und Norbert Kich, der macht mal direkt 2 auf einen Streich. Und das dann noch außenrum, das ist die große Aufgabe und das große Besteck bei der Truck-Europameisterschaft. André Kosim sortiert sich ein hinter Kich vor Steffi Halm. Und Sascha Lenz, dessen Auftrag ist es natürlich, möglichst lange, möglichst weit von Norbert Kich wegzufahren. Aber dann kommt er in die AMG-Arena und dann sieht er den Reves MAN formatfüllend in den Rückspiegeln. Und jetzt muss sich Sascha Lenz eine Taktik zurechtlegen, um Norbert Kich zu bremsen. Gelingt ihm nicht. Hier geht Kich vorbei. Hier ist Kich in der führenden Position. Das Problem bei Norbert Kich war, er hatte am Start Overspeeding. Er war über die 160 Kilometer gekommen und deswegen musste er 10 Sekunden Strafe rausfahren. Dann wurde das Rennen abgebrochen, weil ein Problem mit einem Truck war und man hat das aus Sicherheitsgründen bei diesen Witterungsbedingungen getan. Rote Flagge, Heinrich Clemens Hecker muss das Fahrzeug abstellen und das musste aus dem Kies befreit werden. Deswegen Norbert Kich Sieg auch im zweiten Rennen hier beim Truck Grand Prix auf dem Nürburgring. Und da geht es natürlich wieder herzlich zu mit dem Team. Man gratuliert sich und alles ist im Lack. Norbert Kich, herzlichen Glückwunsch. Du hattest ein Speed-Problem. Shababako, dein Ingenieur, hat gesagt, es sei schwierig, die Geschwindigkeit bei 160 zu halten hier. Du bist bestraft worden. Wie war die Situation für dich? Also unser GPS-System, das spielt hier unter dieser Brücke verrückt, weil wir direkt darunter stehen. Beim Start, wenn wir beschleunigen bis 60 unter der Brücke, dann spielt die Geschwindigkeitskontrolle verrückt. Ich bin mit Overspeed gestartet, was eine 10-Sekunden-Strafe bedeutet. Ich dachte, ich hätte es verloren, aber dann haben wir ein bisschen Grip gefunden und ich konnte ein paar schöne Überholmanöver machen und manchmal noch 2 in einem. Sometimes 2 people at once, you know. Das Rennen 2 in der Übersicht. Im Regen Norbert Kich unschlagbar. Sascha Lenz auf 2. Steffi Halm auf dem Podiumsplatz. Das war ihr Ziel. Dritte Position. André Kosim auf der 4. Antonio Albacete auf der 5.
Dann Jamie Anderson auf der 7, Steffen Faas 6. Er hat ihn geschlagen. Lukas Hahn auf der 8. Position, José Eduardo Rodríguez auf der 9. Jochen Hahn nach Problemen 11. John Newell, Mark Taylor, Luis Rigvenko und Heinrich Clemens Hecker die Plätze 12 bis 15. Und beim Nürburgring Drag Grand Prix gibt es natürlich nicht nur Drag Racing, da gibt es Stunt-Shows in der Event-Area, tolle Vorführungen und da ist für jeden was dabei, da gibt es Donuts für den guten Zweck. Also wer es sich hier nicht hat gut gehen lassen, der ist es selber schuld. Tolle Atmosphäre beim ADAC Drag Grand Prix. Für Rennen 3 hat es der Wettergott dann wieder gut gemeint und auch die Stimmung beim amtierenden Europameister Norbert Kirch war dementsprechend genauso wie beim Goodyear-Verantwortlichen Xavier Matta. Wieder viel Betrieb in der Startaufstellung, man wollte ganz nah bei den Stars sein und dann standen sie in der Startaufstellung. In der Pole Position Norbert Kirch, daneben wieder der Lokalmatador Sascha Lenz und dann ging es Richtung AMG Arena und Sascha Lenz hat die Nase vorn. Kann er das jetzt mal rocken, indem er Norbert Kirch auf die 2. Position bringt? Kirch verpasst fast den Bremspunkt, aber kann sich dann doch durchsetzen gegen Sascha Lenz und auch gegen Antonio Albacete. Das Feld ist einigermaßen zurechtgekommen. Da gibt es in der Mitte so die ein oder andere Kollision, wo Jamie Anderson auch wieder mit drin verwickelt ist. Aber ansonsten alles gut gegangen in diesem Rennen 3. Feld im hinteren Bereich sortiert sich und Erwin Kleinnagelfort, der hat es dann etwas gut gemeint in der Goodyear-Spange, in der Kurzanbindung. Einmal vor, einmal zurück in 3 Zügen auf der Grand Prix-Strecke wenden. Das muss man dann auch erstmal können. Norbert Kirch in Führung setzt sich wiederum ab und hinter ihm ist es Sascha Lenz, der auf der 2. Position fährt. Natürlich ein tolles Ergebnis bei seinem Heim-Grand Prix, wenn er das halten kann. Antonio Albacete auf der 3. Dahinter sehen wir Jochen Hahn, der die 4. Position gegen Steffi Halm verteidigen muss. Sascha Lenz orientiert sich nicht nach vorne. Er weiß, er wird Norbert Kirch nicht mehr einholen können. Er ist schon zu weit enteilt und konzentriert sich auf das Verteidigen der 2. Position gegen den MAN von T-Sport Bernau, gegen den dreifachen Europameister Antonio Albacete. Und dann kommen sie wieder auf die Start- und Zielgeraden. Und da sieht man auch mal die Geschwindigkeit. Bei der Brücke sind es ungefähr 160 Kilometer pro Stunde. Dann werden die Trucks abgeriegelt. Im Mittelfeld Jamie Anderson gegen André Kosim. Auch ein Kampf, der immer wieder interessant ist und wo es dann um die Plätze 5, 6 und 7 geht. Auch die Startnummer 22, Lukas Hahn, gut durch die Anfangsphase gekommen. Er versucht hier in Rennen 3 wieder den 8. Platz zu erzielen, um vielleicht dann von der Pole Position im Rennen 4 im Reverse Grid antreten zu können und einen 3. Gesamtsieg zu erzielen, Fragezeichen. Aber den 3. Gesamtsieg, den erzielt Norbert Kirch, Rennen 3, 3. Sieg. Vor Sascha Lenz mit seinem 2. Platz an diesem Wochenende und Antonio Albacete auf der 3. Position. Tolles Ergebnis, der 6-fache Europameister Jochen Hahn wird 4. Dann parken sie ein und Sascha Lenz hat ein kleines Problem mit seinem Parkplatz. Das wird er uns jetzt gleich auch nochmal erläutern. Du hast ein bisschen ein Problem gehabt, deinen Platz für den 2. Platz zu finden, ja? Also, ja, es ist so, aber das hier ist mein Heim-Grand Prix und ich bin total glücklich, dass wir 2-mal auf dem Podium waren. Ich bin wirklich total glücklich. Norbert Kirch, der 3. Sieg, das ist schon ein tolles Ergebnis. Steht der 2. Grand Slam in diesem Jahr vor der Tür hier auf dem Nürburgring nach dem Slowakierring? Das werden wir in wenigen Minuten erfahren. Zunächst mal wird mal ordentlich Champagner versprüht und wir schauen uns das Resultat nochmal an. Rennen 3, Norbert Kirch 7,830 Sekunden vor Sascha Lenz. Antonio Albacete mit seinem 2., 3. Platz. Jochen Hahn auf der 4, Steffi Halm auf der 5 und Lukas Hahn auf der 6. 3 Ivecos auf 4, 5, 6 und dann ein Iveco auf der 7. André Kosim, Jamie Anderson, José Eduardo Rodríguez und Mark Taylor in den Top 10. Er schließt den 10. Platz dann ab. Steffen Faas wird 11. Heinrich Clemens Hecker 12. und John Newell nicht ganz zufrieden auf der 13. Position.
Und wenn der Samstagabend dann Einzug hält, dann geht es in die Müllenbachschleife zur Party. Dort ist Licht, dort ist Action, dort ist Party auf der Bühne. Und dort ist als krönender Abschluss ein tolles Feuerwerk mit einem Spruch, der jedes Jahr neu ist. Diesmal, das ist der Moment, wo die Truck-Fans feiern. Jamie Anderson auf der Pole Position und André Kosi in der zweiten Position in der ersten Reihe führen das Feld in dieses vierte Rennen. Und da ging es direkt richtig rund an der AMG Arena, an der Einfahrt. Aber einer hatte schon mal Position bezogen, nachdem Jamie Anderson und André Kosi enteilt waren. Das ist Norbert Kiech, der schon nach der ersten halben Runde auf der fünften Position liegt. Und Sascha Lenz versucht nach vorne zu kommen, auch er versucht zu profitieren. Greift Steffi Halm an und Norbert Kiech, kann er hier vier Rennen für sich entscheiden? Kann er hier den zweiten Grand Slam der Saison holen? Ich löse es direkt auf. Nein, er konnte es nicht und das lag am sechsfachen Europameister Jochen Hahn. Aber der Reihe nach. Zunächst Kiech an André Kosi und dann betteln die beiden sich hier an der Boxenmauer. Kiech merkt, dass er nicht vorbeikommt, da ist kein Platz und versucht es auf der anderen Seite. Aber auch das war für den ersten Moment nicht von Erfolg gekrönt. Aber in der Anfahrt auf die Goodyear-Spange hat er dann den Don't Touch Racing Piloten überholt und ist auf dritter Position hinter Jochen Hahn und dem führenden Jamie Anderson. Der biegt ein unter Druck von Jochen Hahn in die Hyundai N-Kurve. Und jetzt muss sich der Brite verteidigen gegen Jochen Hahn, der das Weite sucht, den angreifenden Norbert Kiech auf Distanz halten will. Angriff von Jochen Hahn, täuscht links an, geht rechts vorbei. So macht man das als sechsfacher Europameister, übernimmt die Führung und Norbert Kiech versucht gleich mitzugehen. Da ist es aber noch ein bisschen weit gewesen zum Anderson MAN. Aber schon zwei Kurven weiter hat Norbert Kiech das Heck von Jochen Hahn erreicht. Und es sollte über Runden eine Schlacht geben um den Sieg hier im letzten Rennen beim internationalen ADAC Truck Grand Prix. Norbert Kiech versuchte es immer wieder, aber es gelang ihm nicht. Fantastischer Sieg von Jochen Hahn. Hier beim Heimrennen steht er ganz oben auf dem Podium und das feiert er natürlich mit den entsprechenden Donuts. Erster, Knorr-Bremse Iveco, Jochen Hahn. Und da sind sie auf dem Podium. Jochen Hahn, Norbert Kiech und Jamie Anderson, das die Sieger und Platzierten im letzten Rennen hier beim Truck Grand Prix 2023. Und da gibt es natürlich Shampoos bis zum Abwinken für den Rennsieger Jochen Hahn, den sechsfachen Europameister und amtierenden Vize-Europameister. Auch im Promoters Cup, blau-weiß ganz oben, Lukas Hahn, Steffen Faas und José Eduardo Rodríguez. Das die drei Sieger und Platzierten beim Promoters Cup. Und es gab dann auch noch die Young Driver Kategorie Ehrung, die hat auch Lukas Hahn gewonnen und wir haben ihn gefragt, was das ist. Gute und harte Arbeit, Glückwunsch zum Sieg in der Young Driver Kategorie. Das wird jedes Wochenende geehrt, die große Trophy gibt es dann am Jahresende. Was spornt dieser Preis für junge Fahrer an? Ja, es bedeutet eine Menge, wir arbeiten hart dafür, weil Rodríguez ist auch ein guter Fahrer. Er ist schnell, ich habe wirklich Respekt vor ihm und ich habe versucht, vor ihm zu bleiben und am Ende die Jungstar-Wertung gewonnen. Die Resultate in der Übersicht, Jochen Hahn gewinnt 0,505 Sekunden von Norbert Kiech, Jamie Anderson auf drei, die weiteren Plätze Sascha Lenz, André Kosi, Lukas Hahn, Steffen Faas, das sind die Plätze 4 bis 7, 8 bis 10, José Eduardo Rodríguez, Mark Taylor mit einem guten 9. Platz und Heinrich Clemens Hecker mit einem tollen Top-10-Resultat. Dann John Newell auf der 11, Erwin Klein-Nagelfort, der Resperestreiber auf der 12 und Luis Rigueco auf 13. Position. Die Championship-Ergebnisse nach dem Nürburgring. 209 Punkte stehen zu Buche bei Norbert Kiech, 155 Punkte bei Jochen Hahn. Also Norbert Kiech hat seinen Vorsprung ausbauen können. Sascha Lenz ist ein bisschen an Jochen Hahn herangerückt und Antonio Albacete hält sich in Reichweite. Die weiteren Ergebnisse kann man sehen. Der Promoters Cup wird ebenfalls angeführt von José Eduardo Rodríguez mit 181 Punkten. Steffen Faas ist auch ein bisschen rangekommen, 168 Punkte. Mark Taylor auf der 3. Lukas Hahn an seinem zweiten Wochenende auf der 4. Position.
Das war der Nürburgring 2023. Action Flair für die Familie, für die Kleinen, für die Großen, für die Rennfahrerin und auch für den amtierenden Europameister. Es geht weiter in Most Ende August. Bis dahin, stay tuned.